Wie weit das Bespitzeln ging, entdeckten wir erst wirklich 1989, als die Mauer fiel und wütende Bürger die Gebäude der Geheimpolizei stürmten. Wir sind das Volk! Drinnen waren Stasi-Mitarbeiter wie verrückt damit beschäftigt gewesen, alle Informationen, die sie über uns gesammelt hatten, zu vernichten. Ihre Aktenvernichter hatten Überstunden geleistet. Die Schredder in unserer Dienststelle, die haben ziemlich schnell den Geist aufgegeben und sind heiß gelaufen. Und dann wurde angefangen, das Ganze in Schnipseln zu zerreißen. Und schon damals war mir das nicht so richtig geheuer. Also habe ich die Seiten aus den Akten, die Identifizierung der Quelle möglich machen könnten, diese Seiten habe ich rausgenommen und verbrannt. Er war einer der Leute, die alles über uns wussten. Die Stasi hatte hier, von diesem Ort aus, jahrelang unsere Leben analysiert. Unsere Leben waren durch ihr Netzwerk an Informanten gewissenhaft protokolliert worden. Was wir taten, was wir lasen, wer unsere Freunde waren, wo wir hingingen. Unter ihrem Büro führten die Tentakel des Spionagenetzwerks zusammen, die direkt in unsere Wohnzimmer, Klassenzimmer, Cafés und Büros reichten, ohne dass wir etwas davon wussten. Alles wurde aufgeschrieben und in endlosen Reihen von Archivschränken aufbewahrt. So war unser Leben ein offenes Buch geworden. Wir waren aus Glas. War ja bei der Staatssicherheit, weil ich der Überzeugung war, dass das der bessere Staat ist und dass man diesen Staat schützen muss, grundsätzlich. Die Quellen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, haben uns Informationen geliefert. Und zwar genau die Informationen, nach denen wir sie auch gefragt haben. Das war unsere Aufgabe. Genauso war es aber auch unsere Aufgabe, diese Quellen zu schützen. Im Augenblick bin ich eigentlich froh, dass ich das damals gemacht habe. Weil das jetzt plötzlich nach 30 Jahren den Leuten Schwierigkeiten bereitet. Sicherlich ist das ein schwieriges Thema, gerade wenn eine Quelle auch in der eigenen Familie berichtet hat. Es gab so viel belastendes Material, dass die Kollegen des Geheimdienstlers auch nach dem Fall der Mauer mit der Vernichtung weitermachten. Das Vernichten verlief systematisch. Ganze Archive mit Tonbandaufnahmen und Filmen verschwanden in Müllcontainern. Aber wir waren wachsam. Viele kleingehäckselte Dokumente wurden von uns aus dem Müll gerettet und in Säcken gesammelt. Und ab dem Moment arbeitete eine Gruppe Aktenflicker rund um die Uhr daran, alle Papierschnipsel aneinander zu kleben. Kann man sich das vorstellen? Dass alles, was durch den Geheimdienstler und seine Kollegen zerrissen, aber nicht vernichtet wurde, hier in den letzten 30 Jahren wieder zusammengesucht und zusammengeklebt wurde? Wir scheinen wohl verrückt zu sein. Abhören, aufzeichnen, zerreißen, leugnen, sammeln, kleben. Und das alles hatte angefangen durch Menschen wie ihn. Der magere Trost ist, mit dem Aktenvernichten konnte nicht mitgehalten werden. Unsere ostdeutschen Landsleute hatten so furchtbar viel über ihre Mitbürger gesammelt, dass am Ende der Diktatur doch noch ganze Stockwerke mit Informationen über uns zurückgeblieben waren. Regalmeter um Regalmeter, Schrank um Schrank. Und so steht es immer noch da. Sorgfältig aufbewahrt und bewacht. Um zu zeigen, was passiert, wenn Privatsphäre nicht mehr besteht. Der Mann ganz links ist ein Journalist. Er war einer der ersten, der nach dem Fall der Mauer sein eigenes Dossier einsehen durfte und so entdeckte, dass er einst von seinem besten Freund verraten wurde.
Die Akteneinsicht hat natürlich auch gezeigt, dass es nicht irgendwer war, der mich überwacht hat, sondern dass es sogar enge Freunde waren. Und ich habe in der Akte einen Bericht gelesen über einen Abend in einer Kneipe mit einem Freund. Und ich erinnere mich noch genau, wie er mich angerufen hat. Roland, lass uns mal wieder zusammen ein Bier trinken, so wie man es unter Freunden tut. Als ich dann in der Akte den Spitzelbericht las, dann lief der richtige Film ab, wie das war. Und dieses Gespür des Verrats, des persönlichen Verrats, ist natürlich etwas, was einen richtig im Herzen trifft. Wenn ich sehe in meiner Akte, dass der Schulweg meiner 8-jährigen Tochter überwacht worden ist, dann fragt man sich schon, was hatten Sie noch alles vor? Was wollten Sie damit? Geschichte kann seltsame Wege gehen. Oder nenn es einfach Gerechtigkeit. Nicht nur, dass die Dokumente im alten Stasi-Hauptquartier untergebracht sind, der Chef dieses Archivs ist wohlgemerkt der Journalist, der als einer der Ersten sein geheimes Dossier einsehen durfte. Heute erklärt er uns, was wir nicht vergessen dürfen, weil dein ganzes Leben einfach so auf der Straße liegt. Ich kann auch in der Runde sagen, ich bin hochsensibel, weil ich um die Vergangenheit weiß. Ich bin hochsensibel, weil ich weiß, was einmal geschehen ist, kann wieder geschehen. Ich bin hochsensibel, weil ich weiß, dass Demokratie etwas Verletzbares ist. Dass die Grundrechte sozusagen ganz schnell auf der Strecke bleiben können. Also wenn es heutzutage heißt, wie geht man mit seinen Daten im Internet um? Da bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil ich weiß, was alles passieren kann, wenn Daten zusammengetragen werden. Es scheint so, als ob unsere Kinder sich nicht wirklich Sorgen über den Eingriff in ihre Privatsphäre machen. Logisch. Die Chance, dass sie durch ihre besten Freunde bespitzelt und verraten werden, ist heute ziemlich klein. Aber wir wissen, dass die ehemaligen Stasi-Spitzel einfach noch in unserer Mitte leben. Was nicht heißen soll, dass einige von ihnen nach dem Mauerfall keine aufsehenerregende Wendung gemacht haben. Man hat heute Zugang auf Möglichkeiten, auf die damals nur Geheimdienste Zugang hatte. Aber heute hat man diesen Zugang eben öffentlich, wenn man weiß, wo man suchen muss. Meine Spezialität ist die Auswertung von Bildern und Videos. Da sind häufig Details in Fotos sehr wichtig. Und wie kann man aus einzelnen Bildern mehr Informationen holen, als man auf den ersten Blick sieht? Und dann muss man in die Pixelebene gehen. Der alte Geheimdienstler und Aktenzerstörer hat inzwischen eine andere Art gefunden, seine alten Stasi-Kompetenzen einzusetzen. Er spielte eine große Rolle bei der Recherche zum Finden der Täter, die Passagiermaschine MH17 abgeschossen hatten. Er half beim Lokalisieren der Startrampe der Bugraketen. Und im Moment arbeitet er am Aufdecken großer Menschenrechtsverletzungen im Mittleren Osten. Hier ist ein kurzer Ausschnitt noch vor dem Erschießen. In dem Film ist das nicht drin. Diese Leute werden dann alle erschossen. Was man sieht in dem Video, ist kaum zu sehen, wo das ist. Und unsere Aufgabe war herauszufinden, wo der Ort ist und die Uhrzeit. Dazu habe ich das zerlegt in einzelne Bilder und diese Bilder dann zusammengefügt in einem Panorama. Und dieses Panorama zeigte dann schon einige Details. Hier oben ist eine Häuserreihe zu sehen. Hier ist eine Mauer zu sehen. Und hier kann man sehen, dass sich die Straße teilt in eine Weggabelung. Wir haben jetzt nach Bildern gesucht, wo die Häuser ähnlich aussehen. Immer von diesem Bild ausgehend. Und dadurch haben wir den Ort gefunden. Das nächste war, in welchem genauen Area dieses Bild aufgenommen wurde oder dieses Video. Man darf nicht vergessen, es waren immer nur wirklich Sand zu sehen.
Wir haben das über Google Earth gemacht und haben nach diesen drei Merkmalen gesucht. Und haben diese Merkmale dann hier gefunden. Und zwar, hier sieht man die Weggabelung, hier sieht man die Gebäude und hier ist die Mauer. Jetzt ist wichtig, die Kameraposition herauszufinden. Das ist auch eine meiner Aufgaben in Google Earth, die Kameraposition so hinzudrehen, dass sie genau das zeigt, was das Video auch zeigt. Und dabei kann man eindeutig beweisen, dass es hier genau die Stelle ist. Das sind diese Merkmale, die alle übereinstimmen. Jetzt kommt noch was dazu. Wir haben in einem Satellitenbild plötzlich diese Punkte gefunden. Dann haben wir die verglichen mit dem Video und sind darauf gekommen, dass diese Punkte die Blutflecken sind von den Erschossenen, die auch vom Satelliten aus zu sehen waren. Dann habe ich diese ganze Sache kurz in 3D nachgebaut, also mit kleinen Möglichkeiten. Und hier kann man nochmal sehen, die Blutflecken wirklich genau an den Stellen, wo die Menschen erschossen wurden. Het lijkt wel of de inlichtingenman zich zo revancheert voor zijn Stasi-verleden. De spion van toen is nu op zoek naar de waarheid, naar wat er echt gebeurd is. En dankzij zijn digitale speurtocht komen wij nu stukje bij beetje achter die echte geschiedenis. Maar niet iedereen is daar even blij mee. Als in Engeland een aantal tegenstanders van het Russische regime een raadselachtige vergiftigingsdood sterft, loopt ook de oude spion opeens een mysterieuze ziekte op. Ondanks alle bewakingscamera's in en rond zijn huis is het nooit duidelijk geworden wie de aanstichters van zijn ziekte waren. Maar de ex-spion weet maar al te goed dat hij vijanden heeft die niet willen dat die echte geschiedenis bekend wordt.